Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie für uns Zeit haben, Herr Kemmerich. In den letzten Wochen ist ja hier ziemlich viel los im Thüringer Landtag. Wie sehen Sie die letzten Wochen mal so rückblickend für sich und insgesamt für den Landtag? Ja, das war sehr geschichtsträchtig, die letzten Wochen. Was mich freut, weil wir bewiesen haben, dass es ein arbeitsfähiges Parlament ist. Was mich nicht freut, ist, dass wir, glaube ich, in der Öffentlichkeit nicht unbedingt einen guten Eindruck hinterlassen gehabt. Es bleibt draußen stehen, dass sich vier Parteien eine Neuwahl versprochen haben, die das Versprechen nicht umgesetzt haben, nicht eingelöst haben und die Erwartungshaltung, die damit geschaffen worden ist, nicht erfüllt ist. Und das beschädigt das Vertrauen ins Parlament und deshalb gehe ich eher traurig in die Sommerpause als beschwingt, das ist heute der letzte Tag. Hätte man vielleicht ein bisschen mehr Zeit für die Familie und für die Kinder, wäre ja auch mal was Schönes, aber nicht so unbedingt für unser schönes Bundesland. Wie stellen Sie sich denn nach den Ferien die Zusammenarbeit im Landtag vor? Ja, wir verhandeln gerade mit der Landtagsverwaltung über unsere Möglichkeiten, am politischen Leben teilzunehmen. Wenn die Fraktion sich dann auflösen wird, dann gibt es das Institut der Gruppe. Das kennen wir aus dem Deutschen Bundestag. Das ist dort erprobt, standardisiertes Verfahren. Das Recht sichert uns ein Gros der parlamentarischen Rechte, sodass wir das, was uns Freien Demokraten wichtig ist, auch weiter im Parlament einbringen können und der Öffentlichkeit vorstellen können. Was sind denn die nächsten wichtigsten Themen, die momentan auf der Agenda stehen? Ich denke mal, der Haushalt wird somit eines der wichtigsten sein. Ja, wir sind immer noch nach der Pandemie. Das Land ist beeindruckt durch die Folgen der Pandemie. Und insofern ist es ganz wichtig, dass für das Land Thüringen ein solider, zukunftsfähiger Haushalt entsteht. Das ist sicherlich in unseren Augen ein anderer als bei Rot-Rot-Grün. Aber wir werden da im Parlament darüber sprechen müssen und können für das Land Thüringen. Und zwei Dinge sind mir wichtig, nämlich das Bildungssystem. Wir müssen dafür Sorge tragen, dass jetzt vor der vielleicht vierten Welle der Pandemie Sicherheit herrscht in den Schulen, in den Bildungseinrichtungen, dass Bildung stattfinden kann, dass wir auf diese Welle vorbereitet sind, dass wir die Bildungschancen der jungen Menschen nicht wieder ein Jahr nach hinten stellen. Und dasselbe gilt für die Wirtschaft. Ich habe viele Gespräche in und mit den Vertretern der Wirtschaft. Die haben große Sorge vor einem vielleicht neuen Lockdown. Die Mitarbeiter brauchen die Sicherheit, dass sie nicht wieder in Kurzarbeit müssen. Die Unternehmer brauchen die Sicherheit, dass sie zum Beispiel Ware für die nächste Saison kaufen können. Die Gastronomen planen jetzt schon Weihnachtsfeiern. Festivitäten braucht man, eine Hochzeit. Viele tolle Dinge, die anstehen. Da braucht man Sicherheit, denn alter Spruch, 50% der Wirtschaft ist Psychologie. Und deshalb braucht man Vertrauen, dass wir die Pandemie diesmal im Griff haben, dass der Virus uns sich unterordnet. Gibt es da Tendenzen? Sehen Sie schon einen Ausblick in die neue Corona-Saison? Man hat immer so über die Delta-Variante gesprochen. Gibt es da schon was, wo man sich darauf einstellen kann? Also leider sind die Erkenntnisse insgesamt über das Geschehen mit dem Virus noch sehr unerforscht. Aber wir haben Erfahrungswerte aus dem Umgang mit dem Virus. Und ich denke, als wir letztes Jahr den zweiten Lockdown beschlossen haben, haben wir einen Fehler gemacht. Man hätte viel dezidierter darauf eingehen müssen, welche Konzepte liegen vor, wer kann garantieren für Hygiene, für Abstand und für den Gesundheitsschutz der einzelnen Besucher. Und da darf es nicht abhängig sein, welche Branche genannt ist, sondern ob ich nun Schuhe in einem großen Markt kaufe oder im kleinen Einzelhandelsgeschäft. Das kann teilweise in dem Einzelhandelsgeschäft sogar sicherer sein. Wir haben immer gesagt, verlagert nicht das private Geschehen aus der Gastronomie heraus. In der Gastronomie ist nichts passiert. Dort gibt es Konzepte, die erprobt sind und man hätte gastronomische Einrichtungen offen lassen können. Und nochmals, die Bildungseinrichtungen generell zu schließen, hat eine Generation oder ein Jahr Bildungschancen einer ganzen Generation gekostet. Das darf nicht wieder vorkommen. Dann hoffen wir mal aller guten Dinge dann für den Herbst. Vielen Dank fürs Gespräch. Sehr gerne. Schönen Sommer.